Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch endlich das Unboxing von der Glossy Box Birthday Edition. Die kam ja eigentlich schon im August raus, ist aber leider erst jetzt bei mir angekommen. Ihr könnt sie auch noch bestellen. Und wenn ihr Lust habt zu sehen, was da drin ist, ob es sich lohnt und ihr auch eine Box gewinnen wollt, dann bleibt dran, viel Spaß und los geht's. So ihr Lieben, endlich ist sie da, wir schauen gleich mal rein. Die Box kostet 45 Euro, ihr könnt aber kräftig sparen mit meinem Code FRANKALIMITED. Ich verlinke euch das Angebot mal unten rein, ich glaube, da könnt ihr sogar 10 Euro sparen. Aktuell gab es auch noch einen Sale da drauf, also eventuell lohnt sich das ja doch und ihr könnt einen richtig guten Schnapper machen, denn der Gesamtwert ist über 156 Euro. Wir gucken uns das jetzt gleich mal im Detail an und ihr könnt auch eine komplette Box gewinnen. Schreibt mir dazu einfach einen netten Kommentar, gerne mit dem Hashtag Glossybox und schon wandert ihr in den Lostopf. Ich freue mich wie immer über ein Däumchen nach oben und wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Jetzt geht übrigens auch die Adventskalender-Bundle-Zeit los bei Glossybox. Da könnt ihr im Bundle auch noch kräftig sparen. Die ganzen Angebote dazu, die verlinke ich euch unter dem Video in der Beschreibung. Schaut da auf jeden Fall rein, denn ich habe ja auch für den Glossybox Adventskalender einen Code, mit dem ihr sparen könnt. Und jetzt könnt ihr zusätzlich nochmal auf Bundles sparen. Das gab es vorher nicht, das geht jetzt erst los. Also schaut in die Infobox, um da kein Detail zu verpassen. Und abonniert auch gern meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Denn ich öffne ja nicht nur Adventskalender hier, sondern auch Beautyboxen, die ganzen Limited Editions von Glossybox. Und ich liebe es einfach, mir macht es mega viel Spaß, Beautyboxen Adventskalender zu öffnen. Also wenn ihr auch Lust habt, sowas zu sehen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Teil meiner Community werdet. Und dann packe ich die Box jetzt mal auf. Ich bin gespannt. Los geht's. Dieses Design ist ja wunderschön, aber das ist nicht auf der Box. Das heißt, das ist nur so eine Hülle. Und hier drin kommt eine ganz normale Glossy-Box, so wie die immer aussieht. Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, aber nur, dass ihr da Bescheid wisst. So, es gibt auch kein Heft, sondern nur einen Flyer mit einem QR-Code. Den könnt ihr scannen und dann seht ihr alle Produkte. Ich zeige euch jetzt eh alles und ich blende auch die Preise ein. Und dann zeige ich euch direkt mal als erstes einen kleinen Blick rein. Und zwar ist hier was Großes von Rituals drin. Masken, das volle Programm zum Verwöhnen. Wir fangen mal direkt mit dem Rituals-Produkt an, weil das ist das Größte und dann habe ich hier ein bisschen Platz. Und zwar ist hier nämlich ein Full-Size-Duschgel drin von dem Ritual of Jing. Das ist super schön, das riecht nach Lavendel, nach Sandelholz, super beruhigend für die Nacht. Kann man gut schlafen, mag ich sehr gerne. So, als nächstes haben wir hier eine Moisturizing Hand Mask mit Vanilla and Almond Extract. Damit kann man anscheinend seine Hände pflegen. Die kann man anziehen wie ein Handschuh. Das ist ja mega interessant. Und gerade jetzt zu der etwas kälteren Jahreszeit finde ich sowas eigentlich sehr praktisch. Und hier sind auch zwei Stück drin, so direkt für beide Hände. Finde ich auch gut. Werde ich gerne mal ausprobieren. So, dann haben wir natürlich auch eine kleine Wunderkerze drin. Das finde ich natürlich super süß. Gerade jetzt für so eine Geburtstagsbox macht das auf jeden Fall Sinn. So, dann machen wir mal weiter. Und zwar das nächste Produkt, was ich hier habe, ist von James Reed ein Gradual 10, eine Sleep Mask 10 für den Körper. Das ist super schön. Solche Produkte funktionieren meistens richtig gut und vor allen Dingen sieht man dann nicht so orange aus. Ich habe das jetzt speziell noch nicht ausprobiert, werde ich aber sehr gerne testen. Das sind 100 Milliliter, es ist eine bräunende Schlafmaske für den Körper und das tönt wirklich nur so nach und nach. Ihr sollt allerdings 6 bis 8 Stunden Wasser vermeiden, also wirklich am besten vor dem Einschlafen auftragen und wenn ihr so raue Stellen habt, solltet ihr darauf auch vorher ein Peeling machen. Ich werde das mal ausprobieren. Ich hatte das bereits mal fürs Gesicht probiert. Da gibt es auch eine spezielle Retinolmaske fürs Gesicht, die auch bräunt. Die fand ich sehr gut. Das ist eine super hochwertige Marke, ne? Und das werde ich sehr gerne ausprobieren. Gerade auch so für die Beine super schön, für den Oberkörper. Ja, gefällt mir. So, als nächstes haben wir ein Haarprodukt von Christophe Robin und zwar eine Maske, eine Regenerating Mask with Rare Prickly Pear Seed Oil. Das soll wohl super interessant sein für geschädigte Haare und für gefärbte Haare und das trifft ja beides auf mich zu. Die braucht man auch nicht lange einwirken lassen, sondern nur 2 bis 3 Minuten. Das kommt mir sehr gelegen. Werde ich sehr gerne ausprobieren. Ich glaube, die hatte ich auch schon mal, aber das ist schon so lange her, dass ich mich da jetzt nicht mehr so ganz erinnern kann. Die Produkte von Christophe Robin sind aber grundsätzlich ziemlich schön. Könnt ihr auch bei Lookfantastic kaufen. So, dann geht's weiter. Wir haben, wow, etwas von Iconic London und zwar ein Triple Precision Brow Definer. Das ist ja mega. Ich liebe Augenbrauenprodukte und teste super gerne was Neues. Und Iconic London mag ich total. Es kommt in der Farbe Ash Blond
Oh, das könnte natürlich jetzt richtig gut für mich passen. Ich schreibe euch hier hin, ob da unterschiedliche Farben drin sein können. Ich schaue jetzt aktuell gerade nicht in das Heft rein. Ich blende euch ja eh die Preise ein und sage euch einfach nur so meinen Eindruck von den Produkten. So schaut das aus. Sieht super fancy aus, muss ich sagen. Kommt hier einmal so eine etwas dickere Mine. Das finde ich ganz gut. Und wahrscheinlich hier ein Spoolie. Nee, so ein Stift. Das ist ja interessant. Okay. Wow, das ist cool. Der malt ganz fein. Und der auch. Das ist genau mein Farbton. Also ich glaube, das könnte für mich wirklich sehr gut passen. Jetzt habe ich natürlich schon einiges drin in meinen Augenbrauen. Aber ich habe erst letztens mal so einen Stift ausprobiert von einer anderen Marke. Fand das mega, weil man damit wirklich ganz feine Härchen nachzeichnen kann. Wow, das ist super. Nur man muss damit ein bisschen üben, ne? Also das geht nicht so von heute auf morgen. Damit muss man schon so ein bisschen gucken, wie man es macht. Finde ich aber wirklich richtig klasse, muss ich sagen. Pencil Crayon steht hier auch drauf, welche Kappe für was ist. Das ist ja geil. Und dann kann man das auch hier irgendwie drehen. Ah, da hat man noch was. Da hat man noch so ein kleines Spoolie drin. Ja, das ist ja richtig praktisch. Also ein 3-in-1-Ding sozusagen. Ja, finde ich absolut grandios. Das werde ich sehr gerne morgen mal ausprobieren, ohne Produkt in den Brauen. Aber Iconic London ist super geil. Also das ist ein Full-Size-Produkt, das wird garantiert einen guten Wert haben. Dafür hat sich die Box für mich schon gelohnt. Also das finde ich schon genial. Und es kommen jetzt noch Produkte. Es soll ja insgesamt 156 Euro wert sein. Sieht erstmal gut aus. So, dann haben wir hier ein Hair Finishing Gel. Von Plum und Poppy. Ich glaube, von der Marke gab es mal eine Wimperntusche in der Box. Hair Finishing Gel, was soll das denn sein? Ah, wenn man so Flyaways hat wahrscheinlich, soll man das einfach für die Haare nutzen. Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist wie so eine Haarmascara. Wenn hier die Haare so ein bisschen abstehen, dann kann man die damit wohl in Form bürsten. Probiere ich mal gerade. Und dann kann man das auch runterpressen. Okay, oder wenn man so Babyhaare hat, wenn man einen Zopf hat und dann so Babyhaare abstehen, dann kann man das damit auch in Form bringen. Ja, das finde ich super. Das werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Von der Marke Plum und Poppy. Sehr süß. So, dann haben wir hier was richtig Cooles von Banana Beauty, ein Velvet Lip Mousse. Also, sind ja mega Produkte, muss ich ehrlich sagen. Da kommen wir garantiert auf diesen Wert. Das ist der Hammer. Ich hatte letztens von denen mal eine Lip Butter probiert. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der ausschaut. Okay, das ist ein richtig cooler Ton. Guck mal. Ich glaube gerade, ob ich den schon habe. Nee, ich habe einen ähnlichen Ton. Ich habe hier auch so einen, aber in einer anderen Farbe. Das ist die Farbe Classy Me. Was habe ich? Holy Chick. Ich habe das schon mal ausprobiert. Ich fand das ziemlich gut. Classy Me heißt die Farbe. Das ist ein richtig toller Nude-Ton. Ja, wow, das ist richtig geil. Das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich glaube, den trage ich mir direkt mal auf. Das ist genau mein Ding. Also ich kannte die Produkte von Banana Beauty vorher gar nicht. Die kannte ich jetzt wirklich nur so aus so Boxen und Adventskalendern. Und ich finde die mega, muss ich sagen. Also gerade die Lippenprodukte, alles, was ich bisher probiert habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, ich trage das mal auf. Das ist genau mein perfektes Nude. Das liebe ich, solche Farben. Oh, geil. Wow, schaut mal, das ist ein richtig tolles, helles Nude-Rosa. Perfekt für Smoky Eyes. Ich liebe solche Farben. Ist genau mein Ding. Da haben die direkt meinen Vibe getroffen. Finde ich richtig klasse. Ich lasse das jetzt ein kleines bisschen antrocknen. Und dann gebe ich mir vielleicht sogar auch noch ein Gloss drauf. Gucken wir mal. Aber gefällt mir auf jeden Fall richtig gut, der Ton. So, dann haben wir noch ein letztes Produkt hier drin verpackt. Bin ich mal gespannt. Ah, das ist von Steve Laurent, eine Nine Color Eyeshadow Palette in der Birthday Edition. Ich glaube, die war da letztes Jahr schon zum Geburtstag drin, oder? Also, das finde ich ein bisschen schade, dass sie da so eine Wiederholung drin haben. Gucken wir mal rein. Aber ich glaube, mich daran zu erinnern, ja. Also, Die Palette ist super schön. Ich habe mit der auch schon mal einen Look geschminkt. Die soll, glaube ich, 27 Euro oder 29 Euro kosten. Sind ganz, ganz schöne, tragbare Farben. Das muss man wirklich sagen. So in diesen hellen Rosatönen, ne? Und dann auch so ein bisschen Schimmer. Alles sehr dezent, sehr tragbar für den Alltag.
Das Einzige, was schade ist, die war wirklich letztes Jahr, ich glaube, auch in der Birthday Edition, in der regulären Glossy Box im Geburtstagsmonat drin. Entweder letztes Jahr oder im Jahr davor. Und gut, wenn ihr die noch nicht habt und ihr das letztes Jahr nicht gekauft habt, ist es ja okay. Aber da ich jetzt, wie gesagt, seit 9 oder 10 Jahren schon Kundin bin, habe ich es halt schon. Müsst ihr dann für euch entscheiden. Man kann sowas natürlich auch einzeln verschenken. Ich finde die anderen Produkte so gut, die da drin sind, dass mich das jetzt nicht ganz so sehr stört, muss ich sagen. Aber nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ne? Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben die Lidschattenpalette. Wir haben ein richtig cooles, brandneues Augenbrauenprodukt. Das finde ich wirklich am allercoolsten, muss ich sagen. Dann haben wir etwas für die Haare, um so Babyhairs bisschen zu in Schach zu bekommen. Dann haben wir diesen coolen Liquid Lipstick von Banana Beauty. Der ist auch mega nice. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir ein Original Rituals Duschschaum. Ritual of Jing. Dann haben wir diese Körperlotion, die so ein bisschen bräunen soll, von James Reed. Dann noch eine Haarmaske von Christophe Robin. Eine Handmaske für die Hände. So eine kleine Wunderkerze. Und genau, das war's. Aber ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Auswahl, muss ich sagen. Richtig viele Produkte. Ich finde, es war eine richtig coole Auswahl an Produkten. Hat mir sehr gut gefallen. Bis auf die Lidschattenpalette, die wir schon mal hatten, fand ich die anderen Sachen wirklich absolut grandios. Ich finde, es ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Gesamtwert soll 156 Euro sein. Die Box kostet, meine ich, nur 35 Euro mit meinem Code Franka Limited. Und dann habt ihr über das Fünffache an Wert. Schaut auf jeden Fall in die Infobox. Es kann sein, dass es sogar noch ein bisschen günstiger ist. Ich will nicht zu viel versprechen. Als ich eben geschaut habe, war es noch ein bisschen günstiger. Aber manchmal nehmen die dann diese kurzfristigen Rabatte auch noch raus. Aber 10 Euro bekommt ihr auf jeden Fall mit dem Code Franka Limited. Und schaut auch in die Infobox für die ganzen Deals mit den Adventskalendern. Da gibt es jetzt gerade so Bundle-Deals. Und wenn ihr die Box gewinnen wollt, schreibt mir einfach, welches Produkt hat euch am besten gefallen und nehmt auch gerne den Hashtag Glossybox, dann wandert ihr in den Lostopf. Ich drücke euch die Däumchen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen und wenn ihr den Kanal abonniert. Hier gibt es nochmal 2 meiner letzten Videos, hier könnt ihr abonnieren und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.